Der Hype um die ganzen Yeezy-Modelle ist ja ein wenig abgeflaut, aber es kommen immer wieder Modelle raus, die einfach lustigerweise immer noch viele Leute haben wollen. Also die sind immer ausverkauft. Wie zum Beispiel auch dieser hier, der neue Yeezy Boost 700 Bright Blue, der erst vor kurzem rauskam, der wirklich sehr, sehr farbenfroh ist. Aber lustigerweise genau die gehen halt im Resell, also wenn man wirklich wieder verkaufen will und nicht selbst tragen will. Ziemlich krass. Ich zeige mal den Sneaker. Ja, Bright Blue. Diesmal haben sie echt viel mehr Papier benutzt, irgendwie. Es ist echt viel Papier, was ich hier auspacken muss. Also jeder Sneaker ist einzeln eingepackt. Wild. Okay. Nice. Ja, das hier ist der Bright Blue. Yo, krass, krass. Ja, krass. Also wirklich krasser Colorway. Haut voll rein hier, der Kollege. Der Schuh kostete 240 Euro. War wie gesagt sofort ausverkauft auf den Reseller-Plattformen. Ich habe es mal unten verlinkt. Aber da findet ihr ihn auf jeden Fall mal nicht unter 300 Euro. Beziehungsweise die Preise werden auf jeden Fall bei dem auch steigen. Also, weil die ganzen Reseller-Plattformen, wie zum Beispiel auch StockX, ja wirklich, da sind halt ziemlich viele Amis auch unterwegs. Die stehen auf so bunten Scheiß. Die Aussage ist falsch, weil die ganzen 700er-Modelle, vor allem die Boost-Modelle, sind halt echt krass verarbeitet. Also auf dem Sneaker hier, der wie gesagt echt gut verarbeitet ist, befinden sich Wildlederwehr-Mesh-Einsätze und ja, natürlich haben wir auch diese perverse, fette Boost-Unit, die hier zu sehen ist, also das Weiße hier, versteckt hinter dieser orangenen Midsole. Also ja, sehr, sehr wild. Das blaue Wildleder ist sehr weich, sehr nice. Wir haben natürlich dann auch echtes Leder hier auf dem Sneaker, hier im oberen Bereich, was sich ja auch sehr gut anfühlt. Weil der Schuh ja wirklich ja aus Mesh ist, aus Mesh-Einsätzen, ist er sehr, sehr luftig. Ich habe schon einen 700er daheim. Und zwar den Triple Black, also den Utility Black. Der ist brutal bequem, den könnt ihr auch problemlos im Sommer tragen. Und vor allem als durch diesen Aufbau hier, dass die Boost Unit innen drin hockt und wir eine recht stabile Midsole haben, ist er auch wirklich, wie ich gerade gesagt habe, stabil. Also wirklich stabil, das heißt, damit könnt ihr wirklich super lang durch die Gegend laufen. Also die Farben, die flashen echt, die Qualität, die ist auch wirklich ziemlich krass. Ich glaube, über den 700er an sich müssen wir auch nicht viel sagen. Ich finde es halt wirklich krass, dass so ein Colorway hier so brutal geht und halt meistens immer echt wirklich ausverkauft ist. Auf dem Fuß sieht er auch sehr nice aus. Ich weiß natürlich nicht, womit ich das jetzt alles hier kombinieren würde. Klar, meine schwarzen Jeans geht alles. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Die Farbe ist mir persönlich ein bisschen zu krass. Ich kann mich glücklich schätzen, denn in der Sneakers-App, in der Adidas-App, also in dieser neuen Confirmed-App, bekommen zu haben. Ich bekomme aktuell irgendwie ziemlich viele von denen. Kann natürlich auch gut sein, entweder dass die Stückzahlen ziemlich hoch sind oder dass, weil der Hype ja wirklich ein bisschen abgeflaut ist, dass immer weniger Leute in der Confirmed-App mitmachen. Das kann natürlich auch sein, weiß ich gerade nicht. Aber ja, also wenn euch der Colorway gefällt, spricht nichts gegen diesen Sneaker, weil vor allem mal wirklich die Qualität, die Verarbeitung bei dem, auch für die 240 Euro, die passt absolut. Ihr könnt euch den auf jeden Fall mal gönnen. Was sagt ihr? Habt ihr den auch bekommen, wo er gedroppt ist? Oder wollt ihr ihn haben? Wie gesagt, ich habe ihn unten verlinkt. Haut's mal gerne in die Kommentare. Jo, wildes Ding. Für heute sind wir fertig. Danke. Ciao.